Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, mein Name ist Nick Vogel, ich bin 49 Jahre alt, sehr glücklich verheiratet und freue mich, dass ich heute hier bin. Ich bin selbstständiger Kaufmann, das möchte ich jetzt erläutern. Ich habe eine kleine, aber erfolgreiche Firma in Düsseldorf seit 27 Jahren. Wir importieren Comics, Merchandising und Spielzeug aus den USA, England, manchmal Japan und wir führen natürlich auch deutsche Produkte. Dazu habe ich ein wunderschönes Ladenlokal in der Düsseldorfer Innenstadt, direkt bei Karstadt Kaufhof. Und das hat sich 2013 für die AfD Düsseldorf auch eigentlich als Glücksgriff erwiesen, weil damals hatten wir noch keine Infrastruktur gehabt, keine Tagungsräume, keine Geschäftsstelle. Das heißt, da wurde ein gutes Dutzend Mal bei mir Wahlkampf geprobt, Mitgliederversammlungen. Wir haben über 50 Sitzplätze. Der Kühlschrank war manchmal ein bisschen überfordert bei der ganzen Sache, vor allen Dingen im Sommer. Wie gesagt, ich habe mich von vornherein versucht einzusetzen mit allem, was mir zur Verfügung stand und was ich jetzt gerade eben nicht aufgezählt habe, was ich für die AfD getan habe, weil es vielleicht nicht ein AfD-explizites Thema ist. Ich bin Mitglied im Gründungsausschuss und im Orga-Team vom Alternativen Wissenskongress, den ich auch moderieren durfte. Viele Leute wissen vielleicht noch, dass uns Herr Bernd Lucke damals den ersten Kongress untersagen wollte. Wir sind zum Glück stur geblieben und haben uns gegen den großen Herrn Lucke durchgesetzt. Ich möchte Ihnen auch sagen, ich betreibe auch keinen Personenkult. Damit Sie das nicht falsch verstehen, ich bin froh, dass wir hier Gesichter haben, die auch ihre Sache sehr gut machen. Aber wenn es einigen Kranken von uns einfällt, Parteitagsbeschlüsse zu ignorieren und im EU-Parlament oder vielleicht mal im Bundestag oder so gegen unsere Beschlüsse zu votieren, dann ist es vorbei mit meiner Loyalität. Ich bin der Basis verpflichtet, ich bin den Grundsätzen der AfD 2013 verpflichtet und so möchte ich auch gerne weitermachen. Unsere Basis ist der Souverän. Im Stadtrat in Düsseldorf habe ich zwei Bezirksvertretungen. Ich bin im Kulturausschuss, ich bin im Integrationsrat und ich bin im Integrationsrat Nordrhein-Westfalen. Aber da lassen Sie sich bitte nicht von blenden, denn dieser Integrationsrat in NRW ist sehr inaktiv. Wahrscheinlich meinen die Herrschaften und Damen da oben, dass die Integration in Nordrhein-Westfalen vollumfänglich geklappt hat. Ich sehe das nicht ganz. Im Integrationsrat stelle ich manchmal bestürzt, aber doch gar nicht so überrascht fest, wie gut gerade muslimische Organisationen organisiert sind. Ob Ahmadiyya-Gemeinde oder DITIB, da sind unglaubliche Strukturen hinter. Da sind unglaubliche Gelder aus Saudi-Arabien, aus der Türkei dahinter. Und ab und zu bekommen wir auch mal einen schönen Brief von Herrn Maizek. Da kann die Antifa schreiben. Also Herr Maizek vom Zentralrat der Muslime. Meine Damen und Herren, ich habe aber auch eine ganz andere Bevölkerungsgruppe auf dem Schirm, wo ich mich dran wenden möchte. Und zwar sind das unsere sogenannten Russlanddeutschen oder Spätaussiedler. Ich bin sehr froh, dass ich im Frühling dieses Jahres angesprochen wurde, mich etwas einzubringen, dass wir uns dieser Bevölkerungsgruppe öffnen. Und da ich immer mal doch noch einen freien Abend zur Verfügung habe, meine Frau ist da sehr kulant, die weiß, ich mache das mit Feuereifer, habe ich mich schon ein Dutzend Mal getroffen mit Vertretern dieser Gemeinde. Wir haben bereits begonnen, uns zu vernetzen. Wir haben bereits Videobotschaften abgedreht, die jetzt gerade auch schon mit Untertiteln versehen wurden. Ein Mitglied von uns konnte es gar nicht erwarten und hat bei Orno Klasniki den Promo sozusagen mal laufen lassen. Wir haben an einem Tag fast 10.000 Klicks bekommen. Meine Damen und Herren, unsere Russlanddeutschen und Spätaussiedler, das sind Leute, die sind hier nahezu perfekt integriert. Die teilen unsere europäischen Werte sehr viel mehr als unser Großreich am Bosporus. Und diese Leute sind...
Diese Leute sind größtenteils in Lohn und Brot. Die Heiratsquoten mit Ochtondeutschen ist sehr, sehr hoch. Und das sind Leute, die wählen seit Jahrzehnten schon die CDU. Wahrscheinlich aus Dankbarkeit Helmut Kohl gegenüber. Und jetzt sind sie völlig verwirrt, was die Kanzlerin Merkel hier für eine Politik macht. Das sind Millionen von Wählern. Die müssen wir noch abholen. Und da würde ich mich auch ganz gerne für einsetzen. Zu Düsseldorf, wo ja viele Kollegen demnächst mit einziehen möchten oder beziehungsweise einziehen möchten. Im Stadtrat Düsseldorf sind die Mehrheitsverhältnisse sehr, sehr eng. Die Ampelkoalition gegen die CDU. Und dass einzelne Mandate so viel wert sein können, das habe ich vor längerer Zeit, vielleicht vor einem Dreivierteljahr, erfahren, als mich die Bild-Zeitung angerufen hat und gefragt hat, wie denn mein Abstimmungsverhalten zum Grand Départ für die Tour de France wäre. Ich habe gefragt, ja, meine Güte, ich habe ein Einzelmandat, eine Stimme. Bitte schön, was kann denn daran so wichtig sein? Ja, aber die Stimmen waren bereits verteilt. Und es war praktisch meine Entscheidung, was da passiert ist. Es kann also schon manchmal ganz schön spannend sein. Zu den Mehrheitsverhältnissen. Gut, wir haben als Ratsgruppe gestartet in Düsseldorf und als Ulrich Lecke unsere Ratsgruppe gesprengt hatte und mich mit einem Einzelmandat zurückgelassen hatte, da wurde ich von vier Fraktionen angebaggert, von rechts bis links. Von subtil bis kackfrech, es wäre nicht mein Nachteil. Und ich habe ihnen gesagt, nein, die AfD ist meine Partei. Ich würde mich gerne, die Zeit ist knapp, ich muss rennen. Ich würde mich sehr gerne im Landtag einbringen. Ich bin ein absolutes Arbeitstier. Ich bin sehr kollegial. Ich bin, habe schon kommunalpolitisch... Danke, Herr Vogel. Dann haben wir die erste Frage, sind wieder fünf Fragen zur Rechten, bitte schön. Tut mir leid, dass jetzt gerade an Sie drankommen mit dieser Frage, weil Sie der erste Kandidat nach Herrn Maskow aus Düsseldorf sind, aber sind als Kreisvorstand ja auch für prädestiniert zur Verantwortung. Wir haben vier Wahlkreise in Düsseldorf. Hier bewerten sich laut Portal mindestens 13 Kandidaten aus Düsseldorf. Es sind noch mehr. Bisschen Auswahl ist ja ganz gut, aber warum habt ihr das vorher nicht ein bisschen in Bahn lenken können? Sind das so viele überragende Leute oder was ist da los? Ich kann Ihnen die Frage nicht unbedingt positiv beantworten, nein. Aber der Kreisvorstand Düsseldorf, der hat ganz schön harte Zeiten hinter sich und wir haben große Lagerbildungen gehabt. Ich weiß nicht, was in manchen Gefahren ist, dass er sich hier bewerben möchte. Vielleicht unterschätze ich die Leute auch. Was die Mitarbeit angeht, ist bei einigen Kandidaten tatsächlich was notwendig. Also, ich denke mal, Düsseldorf ist sehr wirr. Vielleicht freuen sich auch einige Leute, dass sie mit dem Fahrrad in den Landtag fahren können. Ernst, bitte zu meiner Linken. Janik, mich würde interessieren, was du gerade noch bezüglich der Kommunalpolitik sagen wolltest, als du das Mikrofon abgedreht hast. Ja, was ich sagen wollte ist, ich habe natürlich schon einiges an, ja, wie soll man sagen, Vorstandsarbeit geleitet. Ich kenne mich in der Kommunal- oder parlamentarischen Arbeit bereits aus. Ich glaube, ich werde nicht mehr großartig angelernt werden müssen. Ich sehe mich aber selber als ein Teamplayer. Das heißt, ich möchte wirklich da auch gerne mal im Hintergrund arbeiten, ohne den Ansticker zu kriegen, Held der Arbeit oder sonst was. Aber ich wäre vor allen Dingen an Integration interessiert, wobei ich nicht nur am Thema Islam interessiert bin. Das ist ein sehr wichtiges Thema und wir sind darauf zum Glück sensibilisiert. Aber wie ich schon eben gesagt habe, es gibt noch unsere Spätaussiedler Russlanddeutschen. Ich bin sehr viel rumgekommen in meinem Leben und ich habe auch sehr viel in die asiatische Mentalität reinblicken können. Die warten eigentlich auch darauf. Und vor allen Dingen würde ich Integration wieder bei Deutschen betreiben, die jetzt gerade auf gepackten Koffern sitzen und gerne in die Schweiz oder Kanada gehen würden, weil dieses Leben hier nicht mehr großartig leben kann. Ganz kurz, jetzt wäre erstmal der Kollege hinter Ihnen dran. Jeder hat eine Frage, aber Sie haben natürlich die Möglichkeit, weil an der Linken tut sich nichts, sich dort hinter. Genau. Und das wäre dann die vierte Frage, bitte schön. Mein Name ist Michael Krebs, ich komme aus dem Bezirk Rhein-Sieg. Meine Frage lautet: Unterstützen Sie oder der Düsseldorfer Beirat zurzeit auch nicht anerkannte Asylbewerber,
oder wie agieren Sie oder Ihr Beirat? Ich werde Ihnen dazu meine ganz persönliche Meinung geben. Ich bin zum Beispiel dafür, dass man wirklich, wirklich asylberechtigten Flüchtlinge hier natürlich alle Möglichkeiten gibt, in Deutschland Schutz zu finden. Auf der anderen Seite bin ich absolut dagegen, dass abgelehnte Asylbewerber nicht in ihre Heimatländer zurückkehren sollen. Weil uns werden Kapazitäten genommen. Ich kann es nicht verstehen, diese Duldungen. Und ich kann auch nicht verstehen, diese Ansprüche von muslimischen Gesellschaften jetzt irgendwo hier auch auf einmal Quoten einzuführen oder sowas. Für Richter, Staatsanwälte oder höhere Polizeibeamte. Entschuldigung, ich weiche gerade ein bisschen ab. Aber wenn ich mir unsere Polen und Deutschrussen angucke oder so, die haben sich vor 20 Jahren, 30 Jahren auf die Hinterbeine gesetzt, haben Abendschulen besucht. Es gab keine Willkommenskultur damals. Und jetzt schauen Sie sich mal in den Abendstuben um. Da haben wir überall polnische und russische Nachnamen. Wer will, der kann sich hier auch integrieren. So, dann, Sie hatten eben gefragt, dann nochmal der Kollege, das ist letzte Frage. Ja, bitte schön. Ja, Applaus in allen Ehren. Aber ich war auf dem evangelischen Kirchentag und habe dort eine ehemalige Muslimin, die zum Christentum übergewechselt ist und hat mit Morddrohung ihrer Familie, die wurde wirklich verfolgt. Und wenn sie so toll... Kommen Sie zur Frage bitte. Ja, genau. Mir geht es darum, auch hat Integration auch Grenzen für Sie persönlich? Ja, ich glaube, meine Grenzen sind dieselben Grenzen, die wir hier alle haben. In dem Augenblick, wo Leute integriert werden, angeblich integriert werden und wir hier unsere Freiheiten aufgeben müssen, unsere Gewohnheiten. Ich bin ein Kind des europäischen Gedanken, der Aufklärung und des Humanismus und dass die Frauen die gleichen Rechte haben, dass wir nach persönlichem Glück streben können. Aber für mich gehört Religion ins Wohnzimmer oder von mir aus auch in der Kirche, aber da endet es auch bereits schon. Glauben hat etwas mit Glauben zu tun. Nicht mit Wissen. Das war's. Gut. Bleibt von Fragen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Antwort. Vielen Dank. So, mit Nein gestimmt haben, wie gesagt, 9. Auf Herrn Pierre Jung entfielen 97 Stimmen. Und dann rechnerisch auf Herrn Vogel 210. Herr Vogel ist gewählt. Danke für Ihre Beitrag. Herr Vogel, nehmen Sie die Wahl an. Ja, danke schön. Herr Vogel fürs Auditorium nimmt die Wahl und fürs Protokoll an. Herzlichen Glückwunsch. Eine gute Hand. So, und jetzt bitte ich als letzte... No, Moment, ich muss ja fragen. Stopp.